Nachdem Robert Habeck ja letztes Jahr schon für einen wirklich riesigen Shitstorm gesorgt hat mit seinem sogenannten Heizhammer, kommt jetzt nun wirklich der nächste Heizhammer. Und zwar können wir diesmal von dem Holzheizhammer ja sprechen, weil er sagt nun ganz klar, dass Holzpellets, also wenn man mit Holz heizt, dass das Ganze nicht mehr klimaneutral sein soll. Und da muss man mal ganz klar fragen, dieser Mann spricht ja eigentlich mal mit Physikern, spricht ja mal mit Landwirten und so weiter. Das Ganze ist einfach nur komplett verrückt. Holz mit Heiz zu heizen gilt nicht nur seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten für klimaneutral, sondern das ist auch einfach was ganz Normales, weil wenn man nur mal logisch nachdenkt, die Landwirte vor allem, die tun das Holz benutzen, um damit zu heizen, tun gleichzeitig neue Bäume ja anpflanzen, die sie dann viele Jahre später wieder ja dann auch abholzen können für das Holz zum Heizen. Also es ist ja ein Kreislauf. Es ist ja nicht nur so, dass man das Holz ständig abholzt, sondern es wird alles wieder nach und nach angebaut. Also wirklich der nächste Heizhammer, der mal wirklich völlig wieder an der Realität ja vorbeigeht.